Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch Case. Ich habe uns bereits einen runtergeladen und ihr werdet es nicht glauben, der dreht überhaupt nicht. Im Moment mache ich jeden Tag 5 bis 6 Overwatches und ich habe zu 98% Office Spinbot. Und sobald dann mal nicht Office kommt, ich meine, gut, Overpass fängt auch mit O an, aber sobald mal etwas anderes kommt, gucke ich halt direkt rein, ist das was für uns? Und siehe da, der schaut gerade aus. Ich habe mir hier die allererste Runde angeschaut und war schon ziemlich überzeugt, dass die was für uns sein könnte. Passt auf. Also, er hat hier gut den einen ziemlich fett weggehasselt. Achtet hier auf jeden Fall auch schon direkt auf das, was man hören kann oder was er hören kann. Er hört hier den einen nach rechts laufen, er hört den links rüberschlappen, zieht deswegen rüber. Bis jetzt alles ziemlich chillig, würde zumindest ich sagen. Auch den Fight eben mit dem einen hat er überhaupt nichts hingeschisselt bekommen. Also wir können hier auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe dann hier direkt Stopp gemacht und Aufnahme an und nochmal von vorne. Zack, Södele. Zweite Runde, er geht mir das Scout dran, aber versteckelt sich direkt. Okay, das sind die wohl zu viele. Da hat er Schiss gehabt. Er guckt, ob Long was ist, aber da ist im Moment noch keiner. Aber natürlich könnte sich das gleich ändern. Die Mates ballern auf Mitte rum, werden genudelt bei Con. Und er ist alleine. Ob er das macht, wir schauen mal nach seinen Stats. Achtung, wartet mal, stopp. Steadies. Oh, 20, 6, 13. Mhm. Er steht nicht schlecht da, hat einen 57er Ping. Möglicherweise zuckelt er bei den anderen ein bisschen rum. Hier ist ein 5 gegen 1. Er kann den hinter sich hören. Oh. Der erste Shot eben war satt. Ah, da hätte man jetzt treffen müssen bei 19 HP left, ne? Da wurde umgenudelt. Okay. Ja, was würdet ihr hier schon sagen? Vermutet ihr was? Sagt ihr, vielleicht auch ein bisschen Aim oder Vision Assist? Ich würde sagen, im Moment ist es noch alles ziemlich fesch. Ja, er ist das gemollet, da will er nicht hin. Jetzt guckt er wahrscheinlich gleich wieder bei Long rein. Wobei er einen Mate hat, der eben kurz bei Long reingeschaut hat, glaube ich. Ne, aber er ist scheinbar der designierte Long-Spieler. Und da kommt auch schon jemand. Er schießt daneben. Von der Reaktion her eine Viertelsekunde nachdem der Knilch um die Ecke kam. Also ich würde ja auch sagen, alles im Lot. Der Mate hat genascht. Da wird gehittet. Aber er schießt viel zu viel in die Wand. Also er ist hier zu hot darauf und schießt einfach zu früh. Wir gucken, ob jetzt hier welche... Ah ja, gut, da kommen zwei zumindest hoch. Die verziehen sich schon wieder. Er muss runtergehen in Con. Wir haben hier einen Gegner jetzt direkt bei ihm drin, unten rechts. Dann kriegt er den. Man hat den Nachladen gehört. Also ich würde jetzt wissen, wo er steht. Und zwar da rechts. Hier deutlich zu früh geschossen. Ah, er ist rübergecrossed. Hat er den noch gesehen? Wahrscheinlich, ne? Oh ja. Das sah ein bisschen merkwürdig aus, wie das da drauf gezuckelt ist. Hat er eben auch seinen Mate geschossen. Er hat ihn zwar nicht getroffen, aber er hat durch die Wand ziemlich in die Nähe seines Mates geschossen. Vielleicht hat er irgendein Geräusch gemacht und er dachte, da wäre einer. Wir schauen weiter. Er hat auch die Bombe da unten down. Oh mein Gott, Alter, was macht er denn für komische Zuckeleien? Bei Party kommt gleich einer. Mitte 3 Stück. Da kann er jetzt natürlich punkten, falls er... durch die Smoke. Okay, der hat aber auch geschossen. Also ich hätte wohl auch einfach in Richtung Geräusch geschossen. Ob ich getroffen hätte, ist was anderes. Mitte ist sein Mate noch direkt hinter ihm. Cyclone geht hier die ganze Tür weggesprengt. Okay. Ich weiß nicht, ob der auf Short eben angesagt war. Oben auf A steppt jetzt einer durch. Das ist der letzte. Der geht einfach Short durch. Ist vor ihm. Also eigentlich sollte er den ziemlich easy haben. Ah, okay. Der Mate holt ihn weg. Nach der allerersten Runde dachte ich, oh, das ist ein Legend, Alter. Wie geil. Aber jetzt, ich... Da könnte man doch schon ganz, ganz leicht eine kleine Unterstützung bei ihm riechen. Bei Big Short sind zwei. Einer von denen will ihn ja scheinbar gleich überrennen. Na? Spekuliert er hier richtig? Oh! Okay, er weiß, wo er steht. Das hätte ich genauso gemacht. Wobei, ich hätte, glaube ich, nicht nach links geschossen. Woher soll ich wissen, dass der da links ist? Du kleiner Gauner. Also, Informationen sind dann doch wohl mehr da als geplant. Und auch beim Aim weiß ich nicht so genau. Ich meine, klar, wenn du halt trotz aller Wände sehen kannst, wo der Gegner ist, kannst du solche Sachen auch mal machen. Aber die Ballerei vorhin auch ständig immer wieder daneben zu schießen und dann macht er solche Hits. Also könnte auch Aim-Unterstützung mit dabei sein. Bei Con kommt jetzt gleich der letzte von oben runter. Man hat ihn gesehen, er hat ihn auch gehört. Ja, okay, das hätte man auch ohne Vision abtimen können mit den Steps. Sehr schade fände ich, wenn er jetzt zum Ende hin sogar noch irgendwie komplett reindrehen würde. Wenn es so bleibt, dann ist es ja immerhin noch Abyss. Oh mein Gott, da war gerade Ultra am Einloggen. Da hat er gerade richtig draufgelockt. Nicht einloggen, einlocken meine ich. Da hat er gerade richtig, richtig draufgelockt. Also das ist jetzt nicht mehr zu leugnen. Aim Assist ist am Start und ich würde hier auf jeden Fall auch auf Vision Assist plädieren, weil er dann doch immer wieder in Situationen kam, mit denen er dann doch ganz gut wusste, wie und wo der Hase läuft. Einer ist noch auf Playground, der hat eben seinen Mate gekillt.
Er schmeißt eine ziemlich gut berechnete Nate auf ihn drauf. Also immerhin 24 Damage gemacht. Ist jetzt nicht so wild, aber ja. Was machst du jetzt mit dem durch die Wand, du Sack? Okay, den ersten Shot hätte ich wohl auch gemacht, weil ich da den Headshot gehört habe von meinem Mate. Aber nach links, wie vorhin auch. Und dann, oh, und dann direkt wieder nach rechts. Letztens im Stream habe ich ja auch, im Highgame war das sogar, durch die Smoke einen AWP-Shot gemacht. Also auf Inferno von T-Stairs unten hoch Richtung A halt einfach. Da war einer Upper mit von den CTs. Der wollte wohl einfach gerade crossen von Long zu Short oder umgekehrt. Ich schieße rein und hitte ihn. Und es ist direkt, ich würde cheaten. Solche Smoke-Shots oder auch eben Wallbangs, wissen wir alle, sind natürlich möglich, aber ja, bei ihm jetzt in dem Fall wissen wir eh schon, dass der anhat. So generell ist halt schwierig, ne, weil gerade Leute, die halt etwas weniger Erfahrung haben, die denken sich halt dann wirklich, warte mal, der konnte mich nicht sehen, also hat er an. Intuition und so weiter zählt für die dann aber nicht. Also es gibt einfach nur dieses, wenn er mich sieht, dann kann er mich killen, wenn er mich nicht sieht, dann darf er mich nicht treffen. Sind halt auch dann mitunter sehr einfach gestrickte Leute, die das vielleicht dann auch gerade, denen es gerade nicht in den Kram passt, weil sie eh schon einen schlechten Tag hatten oder sonst was. Worauf ich hinaus will, ist natürlich, dass man dann nicht allzu vorschnell entscheiden sollte, aber natürlich ist in dem Fall hier die Keckigkeit am Start, also Aim und Vision, da mache ich jetzt auch keinen Hehl drum um, von wegen ich zeige euch das nicht und nächstes Mal besprechen wir, was er hatte, das haben wir ja, also ich habe das für mich eindeutig gesehen, Aim Assist und auch Vision Assist waren vorhanden, Ada drücke ich ihm nichts und auch bei Griefing werde ich ihm nichts reindrücken, natürlich könnt ihr wie immer in den Kommentaren schreiben, was ihr gedacht habt, ab welchem Moment ihr schon direkt sicher wart, dass er was anhat oder eben nicht und wie ihr meine Einschätzung findet. Und ja, Leute, der Doppelglaube ist endlich am Stiesel. Ich habe gestern schon den Screenshot geteilt und kann es euch jetzt aber auch nochmal zeigen. Ich habe heute Nacht mit Sneasel noch diese Mission hier gemacht, diese 20 Headshots auf Shotdust. Wir haben 3 Spiele gebraucht und nach dem ersten Spiel schon, das war ein Draw, habe ich direkt meinen Uprank auf Global bekommen. Und jetzt bin ich doch tatsächlich auf dem Doppelglaube. Wisst ihr, was das heißt? Aber jetzt kann ich wieder downranken und das ist vollkommen egal. Und wisst ihr, was Sneasel noch krasses gemacht hat? Er gönnt uns einfach knallhart ein leckeres Stat-Track AK-47 Frontside Misty in FT, glaube ich. Ja, FT ist es. Die gibt es heute Abend im Livestream. Ab 20 Uhr starten wir wieder, also jetzt gleich. Das Video ist sehr, sehr knapp, kurz vorm Stream entstanden. Und wer diese Frontside Fisty haben möchte, kommt einfach jetzt in den Stream. 20 Uhr geht's los. Hayabinda, meine Damen und Herren. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Account. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Daumen, vielen Dank für die Kommentare. Macht es gut und bis gleich. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.